Herzlich willkommen zur 38. Folge vom Minecraft Medieval Diary Projekt. Heute sind wir zu zweit am Werk und zwar am Marktplatz mit dem lieben mein Lord Jonas, so, und mit mir. Und wir bauen was ganz Wichtiges und zwar ein paar weitere Marktstände. Und ich mache ein Gebäude, was es auch in echt gibt, und zwar in Danzig. Und das Danziger Krantor habe ich versucht in Minecraft umzusetzen, weil ich fand das irgendwie schön und ich habe gesucht nach einem Gebäude, wo man durchgehen kann, also so eine Art Tor. Und das Krantor, das erwies sich gut, das habe ich auch überlegt, denn darzustellen, habe es in der Singleplayer-Welt erstmal aufgebaut und es war einfach viel zu riesig und dann dachte ich mir, ah, das sieht auch ein bisschen plump aus, probiere ich das mal ganz in schräg und flippe mal ein bisschen aus und mache es ein bisschen kleiner. Und ich finde es sehr schön gelungen, also irgendwie gefällt es mir sehr gut. Ihr werdet ja sehen, dann jetzt in der Zeit, wie es aufgebaut wird. Und dann möchte ich gerne mal wissen, wie ihr das findet. Also die Idee vom Danziger Krantor. Ich kann ja hier mal ein Bild einblenden, wie es in echt aussieht. Und dann könnt ihr mal werten, wie ich das getroffen habe. Und das in schräg. Ja, des Weiteren möchte ich ansprechen, wann der Wettbewerb endet. Und zwar habe ich jetzt mir einen Termin rausgesucht, wann jetzt der Einsendeschluss ist, und das ist zwar und das ist nächste Woche Sonntag, also der 22.11.2015 natürlich, und also ab 23.59 Uhr nehme ich dann keine weiteren Einsendungen an, also bis dahin müsst ihr eure Sachen per YouTube oder per Facebook oder sogar per Skype, da kann ich hier unten auch nochmal meinen öffentlichen Skype-Account den Namen angeben. Da könnt ihr mir das natürlich alles teilen, entweder als Video, Screenshot oder ähnliches. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also die Bedingungen sind immer noch dieselben wie vorher. Eine Schmiede, die freistehend ist, mit ein bisschen Liebe zum Detail und dann alles Mögliche, dass es realistisch aussieht. Und lasst euch da mal was einfallen. Jetzt weiter zum Medieval Diary, was wir heute gemacht haben, und zwar haben wir jetzt den Marktplatz erweitert mit einem Bäcker, einem Töpfer, einem Köhler. Also ich glaube, das ist, ja, das war der Köhler, der halt hier seine Kohle und ein bisschen Brennholz und sowas verkauft. Was hatten wir dann noch für einen Stand? Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Also er hatte noch seinen Fischstand vom Wettbewerb hier bei der Kräuterhexe. Und eine Bühne oder so ein Podest für Musiker oder eventuell auch für Bänkelsänger, die dann die Nachrichten da verkünden. Und ich finde, das entwickelt sich schon gut. Der Marktplatz kann sich von mir aus noch ein bisschen erweitern, aber das wird ja nicht der einzige Marktplatz hier bleiben. Ich denke mal, im Industrieviertel wird noch ein kleiner Abzweig davon entstehen, also dass dann da nochmal ein paar neue Dinger stehen. Und das war's eigentlich auch schon fast von dem, was ich jetzt ansprechen wollte. Nur noch eins, falls ihr Ideen habt oder Fragen oder was, in die Kommentare. Ich lese sie gerne. Scheut euch nicht davor, irgendwas reinzuschreiben. Hauptsache es ist irgendwie was Interessantes, Konstruktives oder kann auch von mir aus was Lustiges sein. Jedenfalls möchte ich gerne mit euch ein bisschen kommunizieren hier unten. Und schreibt mal, wie euch das gefällt und ja. Das war's dann auch schon. Wir sehen uns ja nächste Woche Montag um 15.30 Uhr natürlich wieder hier auf dem Kanal. Und mal sehen, was wir dann weitermachen. Ich denke mal weiter das Werftviertel, also dort hinten die Werftpromenade. Und ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.